Wir haben heute einmal mehr wieder vermeintlich gute US-Arbeitsmarktdaten gesehen mit 275.000 neuen Stellen, praktisch am ganz oberen Ende aller Analystenerwartungen. Aber unter der Oberfläche wird es ziemlich hässlich bei diesen Daten. Und das könnte ein erster Warnschuss für die Wirtschaft sein in den USA und vielleicht auch ein Warnschuss für die Märkte. Die Aktienmärkte an der Wall Street ja zunächst mal positiv reagiert, weil man sich sagte, guckst du zwar höhere Zahlen der neuen Stellen, aber die Vormonate wurden massiv nach unten revidiert. Die Arbeitslosigkeit ist deutlich gestiegen, die Arbeitslosenquote ist deutlich gestiegen und da sind noch ein paar andere unschöne Dinge dabei. Wir wollen uns das Setup mal anschauen, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse. Hier diese 275.000 Stellen, aber der Vormonat wurde um mal eben 124.000 Stellen von 353.000 auf 229.000 nach unten revidiert. Auch der Dezember, die Dezemberzahl wurde um 46.000 Stellen nach unten revidiert. Also Pi mal Daumen 170.000 Stellen, die vorher da waren, die jetzt nicht mehr da waren. Dazu die Arbeitslosenquote auf 3,9% gestiegen. Das ist der höchste Stand seit Januar 2022. Und vor allem sind es offenkundig Immigranten in den USA, die hier diese neuen Jobs ausmachen. Wer in die USA einwandert oder wer überhaupt einen Job annimmt, ob das jetzt ein Zwei-Stunden-Job oder ein Vollzeitjob ist, das ist zunächst mal egal, wird hier als neuer Job in den USA gemeldet. Und so sagen viele, und diese Stimmen mehren sich jetzt, disturbingly weak report, also ein verstörend schwacher Report, der durch diese schöne Headline-Zahl von 275.000 Stellen so ein bisschen aufgehübscht wird. Hier sehen wir nochmal die Schätzungen. 275 war fast die höchste Erwartung. Die höchste Erwartung war 286.000 Stellen. Es wurden dann etwas weniger, aber schauen wir uns mal die Revisionen an. Was wir jetzt hier vor allem gesehen haben in den aktuellen Zahlen, wurden die Januar-Daten um 124.000 nach unten revidiert. Das ist die größte Abwärtsrevision seit Beginn 2023. Wie gesagt, ja auch der Dezember wurde noch runter revidiert und man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass auch jetzt die heute veröffentlichte Zahl von 275.000 dann im nächsten Monat auch wieder deutlich nach unten revidiert wird und damit so ein bisschen den Lippenstift abwäscht von dieser schönen Headline-Zahl. Und insgesamt sehen wir diesen Trend zu immer mehr Teilzeitjobs, immer weniger Vollzeitjobs. Da sind viele abgebaut worden und möglicherweise ist das auch eine Reflexion dessen, was da passiert. Da kommen ja viele Immigranten, die dann über Texas einreisen, dann nach Kalifornien oder vor allem nach New York gekarrt werden, dort dann Jobs annehmen. Das ist vielleicht der Fed gar nicht so unrecht, weil es den Lohndruck einigermaßen in Grenzen hält. Denn diese Migranten, die sind froh, wenn sie arbeiten können, wenn sie da ein paar Dollars verdienen. Das sorgt dafür, dass die Native Americans sozusagen dann nicht astronomisch hohe Löhne verlangen können. Und hier sehen wir nochmal, es gibt ja da zwei verschiedene Berichte sozusagen, die Payrolls. Und dann die Household Survey, Establishment Survey und Household Survey genauer gesagt. Und diese Household Survey war wieder relativ schwach. Und wir sehen, wie diese Lücke auseinanderklafft. Die wird immer größer. Und es deutet auch darauf hin, dass die Leute oder immer mehr Leute jetzt zwei Jobs oder vielleicht sogar drei Jobs machen müssen, um über die Runden zu kommen. All das sind ja dann Jobs, aber eben nicht Vollzeitstellen, die da in der Regel ja ganz gut bezahlt sind. Und Pauli hatte gestern ja gesagt, wir sind nicht mehr weit hier, dass wir das Vertrauen haben, dass die Inflation auf 2% sinkt. Und Mohamed El Erian sagt hier, ja, also diejenigen, die sagen, es gibt gar keine Zinssenkung in diesem Jahr, die dürften durch diese Arbeitsmarktdaten nicht bestätigt werden. Er selber erwartet 2 bis 3 Zinssenkungen. Und nächste Woche ja der Inflationsbericht, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch, dann kommen auch die Erzeugerpreise noch nächste Woche. Und Williams von der Fed hat sich heute geäußert und sagte, ja, die Inflationserwartungen, die sind ganz schön nach unten gekommen. Das entspricht leider nicht den Tatsachen. Hier sehen wir die sogenannten Two-Year-Break-Evens, also das sind die Inflationserwartungen für die nächsten Jahre. Und hier sehen wir, die sind ziemlich deutlich gestiegen zuletzt, eben weil man sich sagt, naja,
Da scheint etwas Strukturelles bei dieser Teuerung am Start zu sein. Mal sehen, wie nächste Woche die Daten ausfallen werden. Aber heute war zunächst mal wieder das Thema KI-Euphorie. Nvidia ist gestiegen, 4%. Zunächst mal vorbörslich, hat das dann auch einigermaßen mitnehmen können. Ist aber dann, als ich zuletzt geguckt habe, sogar ins Minus gedreht. Aber wenn es so weiter ginge, dass also praktisch Nvidia jeden Tag 4% steigt, dann hätte man praktisch schon am nächsten Mittwoch Apple überholt. Und apropos Apple, was ist, wenn diese Aktie weiter unter Druck kommt? Dann hat zum Beispiel jemand wie Warren Buffett ein riesiges Problem. Sein Portfolio besteht ja zur Hälfte aus Apple-Aktien. Und da droht für ihn Ungemacht, denn wenn er auch anfängt zu verkaufen und das dann in den sogenannten 13F-Filings auch kommunizieren muss, dann denken sich andere auch, oh, wenn Buffett verkauft, verkaufe ich auch. Und die Aktie ist charttechnisch hochgefährdet. Aber nochmal zurück zu Nvidia. Wir sind jetzt mit Jason Gephardt, der sehr beachtet wird und sehr respektiert wird in den USA von Sentiment Trader, sagt, in Bubble Territory bei Nvidia. Ja, das hätte man sich fast denken können. Jetzt könnte man auch oder wird spekuliert, ob vielleicht Nvidia wieder mal einen Aktiensplit macht. Hatte man schon mal gemacht, nämlich im Jahr 2021, nachdem die Aktie ja fast $1000 kostet und damit auch diesen ganzen Semiconductor-Bereich mit nach oben zieht. Wir sind zwischen Oktober und März um 70% gestiegen. Das sind wunderbare Fahnenstangencharts. Die Chinesen übrigens überlegen jetzt auch, dass sie sich stärker engagieren, eben aufgrund dieser Beschränkungen der US-Exporte von Semiconductors, von Halbleitern nach China. Da will man jetzt 27 Milliarden investieren in einen Fonds, der dann diese Geschichte unterstützt. Und hier sehen wir nochmal die Semiconductors, also die Halbleiterwerte, Chipwerte, wenn man so will, in Relation zu dem S&P 500 auf einem neuen Allzeithoch, höher als auf dem Hochpunkt März 2000 in der Internet-Bubble. Aber meine Damen und Herren, Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich nur, und das Ganze natürlich auch wieder getrieben durch Optionen. Hier sehen wir mal das Options Trading im Semiconductor, in Semiconductor-Aktien, also Halbleiter-Aktien, Skyrocketing. Also da ist unfassbar viel FOMO. Da wird gehebelt, was das Zeug hält mit Calls. Dann müssen die Dealer, die die Optionen verkaufen, müssen mitgehen, müssen das Underlying kaufen. Also dann zum Beispiel eine Nvidia-Aktie Broadcom. Ja, gestern doch eher mit enttäuschenden Zahlen, muss man sagen, ja auch hier im Bereich Semiconductor unterwegs. Und wir sind jetzt im März schon über dem Kursziel von den allermeisten Analysten. 20 Analysten hatten ja hier ihr Kursziel gegeben, die verschiedenen Banken. 17 davon hatten niedrigere Kursziele für das Gesamtjahr als jetzt schon im März. Und normalerweise rechts sehen wir das hier. Ist der jetzt oder ist es eigentlich seit Mitte Februar bis Anfang März eine sehr schwache Zeit? Diesmal war es anders, es ging einfach nur nach oben, und jetzt sind wir relativ weit oben. Hier sehen wir mal diese Trendkanalbegrenzung mit negativen Divergenzen. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Aber es ist natürlich extrem überdehnt. Und da stellt sich die Frage, die Diego fast noch stellt, ist Gold vielleicht ein Warnsignal? Hier sehen wir neues Allzeithoch, auch heute wieder bei Gold. Auch Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch, kam dann allerdings unter Druck, weil Coinbase, glaube ich, ausgefallen war. However, jedenfalls sagt hier der gute Diego, normalerweise, wenn Aktienmärkte fallen, Unsicherheit steigt, suchen Anleger Sicherheit in Gold. Das ist ein Stück weit relativiert dadurch, dass eben es viel Papiergold gibt, also viel Spekulation mit Hebelprodukten in Gold, sodass, wenn Enthebelung angesagt ist, Risk-Off angesagt ist, dann viele praktisch glattstellen müssen, sodass wir zum Beispiel auch in der Finanzkrise gesehen hatten, dass Gold gefallen ist. Aber insgesamt ist es schon so, wenn die Aktienmärkte fallen und die Unsicherheit steigt, suchen Anleger Sicherheit in Gold, was dessen Preis in die Höhe treibt. Umgekehrt führen Bullenmärkte und ein gesteigertes Vertrauen in die Wirtschaft zu einem Rückgang des Goldpreises, da Investoren nach renditestärkeren Investitionen suchen. Hier ist also die Frage, ob der Goldpreis, vielleicht auch der Bitcoinpreis, uns etwas zu sagen hat. Kommen wir mal nach die Europa, kommen wir zu der ECB. Und da heute viel Trash-Talk von EZB-Mitgliedern. Villeroy, der Franzose, sagt, na ja, wir könnten schon im Frühjahr jetzt die Zinsen senken, April oder Juni.
Andere sagen, ja, Juni könnte es dann soweit sein. Offenkundig hat, wie Reuters hier berichtet, da eine Auseinandersetzung stattgefunden zwischen den Falken und den Tauben, den dorwischen und den hawkischen Mitgliedern. Und da sagen jetzt die Falken, naja, okay, wenn wir im Juni die Zinsen senken, dann könnten wir im Juli gleich nochmal eine Zinssenkung machen, um diejenigen so ein bisschen ruhig zu stellen, die sagen, ja, wir müssen unbedingt jetzt im April schon die Zinsen senken, weil die Wirtschaft relativ schwach ist. Ist auch die Frage, wird die EZB warten, bis die Fed agiert? Normalerweise ist das so. Rehn von der EZB hat heute gesagt, die EZB ist nicht der 13. Distrikt der Fed, aber der 14., wie Sven Hendrik hier sarkastisch anmerkt. Aber schauen wir uns mal die Daten an, der Eurozone auch heute wieder. Growth Rate 0,1, das ist wirklich eine abnehmende Wachstumsdynamik, die wir sehen, anders als jetzt in den letzten Quartalen in den USA. Wir haben auch jetzt die Lohndaten bekommen, 4,4% gestiegen, Ticken weniger als im Vorquartal, aber immer noch relativ kräftig. Und das machte die Frau Lagarde ja so ein bisschen vorsichtig. Ein Thema ist eben auch in Europa für die Schwäche, ist die Energieabhängigkeit. JP Morgan hat gesagt, die USA haben es das erste Mal seit 40 Jahren, sind sie unabhängig in Sachen Energie. Russland ja sowieso. Also streiten sich Europa und China um Energie, müssen also sozusagen miteinander konkurrieren. Rechts sehen wir mal hier, wie stark die Öl- und Gasproduktion in den USA gestiegen ist, während wir ja komplett aus diesem Bereich aussteigen wollen. Und aber sehen, dass zum Beispiel die Elektromobilität nicht wirklich funktioniert. Im Februar jetzt die neuen Daten heute reingekommen, 15% weniger reine E-Autos verkauft als noch im Vorjahresmonat, also das geht zurück, wir sehen die deutsche Autoproduktion geht zurück, dementsprechend geht auch die deutsche Industrieproduktion trendmäßig seit einiger Zeit zurück und das spiegelt sich dann eben auch an den Märkten, die schmutzigen Dinge wie Kohle zum Beispiel, hier ein Basket von Kohleaktien auf der linken Seite geht nach oben, hier ein maßgebliches ETF für grüne Energie geht immer weiter nach unten, das war wohl nichts. Aber immerhin, wir haben wieder einen deutlichen Handelsbilanzüberschuss haben wir erzielt, wir Deutschen. Aber das liegt wohl daran, dass die Importe so stark gefallen sind. Und fallende Importe bedeutet auch geringe Nachfrage, schwache Nachfrage. Es ist ein Zeichen für die Schwäche der Wirtschaft, wenn die Importe so deutlich fallen. Und dass die Leute eben dann auch weniger konsumieren, hängt eben auch von den Steuern ab. Wenn hier zum Beispiel ein Durchschnittsverdiener, ein kinderloser Single hier mal eben Geld verdient, dann bleiben ihm von einem Euro eben nur 48,25 Cent übrig. Die Steuerbelastung ist riesig hier, der Staat nimmt es sich, die Mittelschicht wird systematisch sozusagen durch Steuern eingequetscht, könnte man sagen. Die Superreichen, die haben Möglichkeiten, sich hier rauszuziehen aus der Nummer, die unteren Schichten werden sozusagen durch Bürgergeld und so weiter alimentiert. Die Opfer sind die Mittelschicht und das haben wir in Deutschland gelernt. Das ist keine gute Geschichte. Das hatten wir nämlich in den 30er Jahren auch, dass die Mittelschicht Angst hatte abzusteigen und dann entsteht früher oder später Unruhe, auch wenn Arbeitslosigkeit eben, wie ich heute Morgen ausgeführt hatte, noch kein wirklich großes Thema ist. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Tech-Aktien mit größten wöchentlichen Abflüssen in der Geschichte. Ja, was ist denn da los? Dabei sind die Märkte doch ständig gestiegen, vor allem die Tech-Aktien. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, KI, dieser ganze Hype, mal einen Blick unter die Oberfläche, was ist davon eigentlich gerechtfertigt und was ist eigentlich eher Marketing, eine ganze Menge, nämlich diese beiden Empfehlungen und jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende, wir sehen uns hoffentlich am Montag, Servus, ciao.